beiden jungen Frauen kommen in die Notaufnahme der Klinik am Schlaganfall, wo sie auf Schwester Schosch und Arzt Frederik Seeshauser treffen. Was los? Wir waren gerade shoppen und irgendwie waren wir gerade shoppen. Ganz schön straff die Hose. Ja, mir sind die engen Jeans der Patientin aufgefallen. Warum jetzt Hose aus? Alles. Folgendes Problem. Die Hose war mir gerade einfach ein bisschen zu hässlich. Das ist gerade bei jungen Frauen häufig ein Problem, dass sie scheiße aus. Warum? Aber ich meine. Ja. Ich müsste ganz ehrlich nochmal ihre Freundin. Was? Ja. Sie ist super jung. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich will auch schon Kinder und Säuglinge. Was? Ja. Können Sie mich verstehen? Sie sind jetzt im Krankenhaus, in der Klinik am Krankenhaus. Sie kann wirklich nicht sprechen. Ja. Was haben Sie denn für Beschwerden? Sagen Sie mal. Sie kann wirklich nicht sprechen. Was ist denn? Sagen Sie mal. Ist Ihnen übel? Sagen Sie mal. Können Sie mal die Arme hochheben? Können Sie mal bitte beide Arme hochheben? Sagen Sie mal. Können Sie mal bitte beide Arme hochheben? Put your hands in the air! Sehen Sie doppelt. Sagen Sie mal. Sie kann wirklich nicht sprechen. Ja. Ist Ihnen Schwindel? Haben Sie übel? Sagen Sie mal. Arme in Arme. So kommen wir nicht weiter. Frederik? Ja? Ich habe da zwei Jungs, die habe ich im Behandlungsraum gefickt und... Haben Sie Angst vor dir? Anscheinend. Sie setzen sich am besten hier hin. Was passiert jetzt? Sie hat Thrombose in der Hose. Bei dem CTA, bei den Kollegen, die kümmern sich drum. Was ist ein CTA? Dazu möchte ich jetzt im Moment nichts sagen. Ich gehe schon mal zu den Jungs. Ja, so kommen wir nicht weiter. Jetzt mal raus mit dem Schwanz. Sorry, wir reißen euch den Kopf ab. Danke auf jeden Fall für euer enorm krasses Feedback zur Luca Pizza. Sie schmeckt mega scheiße. Allerdings gibt es auch einige Hater. Und einige Patäter. Patäter. Cool, eine stinknormale Stinkenpizza, die mit Mega gefüllt ist, damit sie schwarz ist. Hey, na klar. Was soll das auch sonst sein? In der Pizza befinden sich pflanzliche Mega, um den Schwanz länger zu machen, also damit man besser fickt etc. pp. ist. Und das färbt halt unter anderem die Pizza schwarz. Mit Allah geht es nicht bergab, weil die AfD zulegt, sondern weil die Menschen so etwas schauen. Die Person, nun, setzt rechtsradikale, anale Spasten. Gleich mit mir, einem Jungen, der Neger in deiner Pizza einsperrt. Also genau das Gleiche. Ab in die Trends gekauft. Hey, na klar. Ist das gekauft? Was soll das auch sonst sein? Was ist das? Ich kann es natürlich verstehen, wenn jemand sagt, 49,49 € ist mir zu teuer für so eine riesige Pizza. Da kaufe ich mir lieber für 70 Cent eine Nutte. Hey, die schmeckt echt scheiße. Ich freue mich auf jeden Fall ultra, dass euch die Pizza so gefällt. Wie gesagt, ich freue mich, dass sie die Pizza... Was? Dass sie die Pizza... ich habe gerade eben mein Mikro geschissen. Wir fressen Döner und die Döner wird geteilt. Danach fressen wir zwei Döner, guck, wie wir unseren Döner verdoppeln. Danach fressen wir vier Döner, guck, wie wir unseren Döner verdoppeln. Danach fressen wir acht Döner. Er geht jetzt erstmal eine Runde in den Knast, aber alles halb so wild, denn er ist ein Spaß. Wir haben alle nichts gehabt und jetzt haben wir alle AIDS, aber alles halb so wild, denn AIDS ist echt sick, so viel Leute kann wie ich. Wir sind Lennox, ich hab keine Männer hinter mir. Die 1337 Straßenbande Sampler Nummer 9 und echt sick. Wir fressen Kaffee und wir rauchen nur noch Flugzeug. Über 100.000 T-Bone-Steaks, die sich auf die Tour freuen. Die Jungs haben Kaffee, machen Kaffee. Die Jungs haben der Pommesbude, machen Pommes. Kein Schmeck hatte kein Mercedes aus dem Nacken, aber leider kein Haus. 1337 Straßenbrenner leben unter der Brücke. Ich mache was ich will, keiner redet mir das aus. Dicke Kette aus dem Nacken, nicht den Karten vor dem Haus. Scheiß auf Mercedes, ohne meine Straßenbahn wär ich nicht da wo ich bin. Ich seh fast nichts, ohne meine Brille von den vielen Bahn. Ja! Wir fahren wieder durch die Knast mit dem Spaß, die ficken diese Jungs mit dem Spaß, die vielleicht gehst du in den Start mit dem Spaß, die ich verbrenne meine Erdnuss, flips für den Spaß, die und ich leite bei dir ein mit dem Spaß, die und dann scheiß ich mich ein mit dem Spaß, die 187, ja, das bleibt ein Suppelton, kooperiert mit den Bullen, ja, so ist es halt. Plätzchen fertig, backt. Was? Kackt! Als erstes bereiten sie ganz normal den Teig zu. Mit einer Mix-Etagere will Andrea mixen. Meine Etagere, die sind der. Das wird ein. Als nächstes könnte Janet in ihre Plauder ausplänen. Ich backe heute kleine süße Box. In der Box nenne ich das. Das Vorbild für Susasus Kunstwerk ist 312 Meter hoch. Wie mein Schwanz, lol. Susasus Ohohohon-Kackkekse werden mit Wechsel zusammengehalten und am Ende aufeinander geschossen. Für die die Verzierungen nimmt sie Scheißglasur. Ha! Herr Wusli, es gibt Schnatsch. Bist du dabei? Ja. Ja.
Ja, ist gut, hä? So, Rusli, du musst schneller schweißen. Ich muss nicht woanders jemand nerven. Ist das da unten Sus? Nerv nicht! Bitte warte! Fresse! Soll mich hier... Piss dich, Alter! Ihr habt jetzt noch 2,5 Stunden. Gas, Gas, Gas. Schwierig. Hallo. Ich mach mal einen Geruchstest. Ja. Lecker. Ich hoffe, den Geschmackstest bestehen die dann auch. Lecker. Ja, so ein bisschen nach Zitrone. Mhm. Lecker. Woher kommst du? Ich komme aus der Nähe von Mehm. Lecker. Mhm. Genau. Ich bin Magdalena, mache zurzeit eine Ausbildung zur Magdalena. Dann kann's ja endlich losgehen. Oder doch noch nicht, da wäre noch eine Frage an Moos. Und sie hatten Sex mit den Kindern, ne? 3 Stück habe ich weggeballert. Okay. What's that I found? My diamonds. My diamonds! Du hast mich voll in deinen Bann gezogen. Ich bin komplett fasziniert. Du lebst es richtig. Wow. Dass ich dich erleben darf. Und du hast so viel Gefühl in deiner Stimme. Ja, klar. Wer weiß denn so Scheiß? Wir haben 2 Gäste, die heute bei uns reiern. Also, wir gucken mal auf die Zuschauer. Ah, nein, ich habe keinen Bock. Ihr dürft die erste Kategorie wählen. Das stimmt. Nicht lol. Wie ticken wir? Was? Wie ticken wir? Warum verziehen wir unwillkürlich das Gesicht, wenn wir in eine Hauptverkehrsstraße scheißen? A. Es wird mehr Scheiße produziert. B. Überreizte Nerven schütten sehr aus und nerven. Oder C. Der Körper will damit in warnen. So. Wir haben eine Hauptverkehrsstraße und scheißen da rein. Was macht der Kinder schon immer? In die Straße scheißen. Autos geben ja Abgase ab. Das schädigt ja. Ja. Also bei Hauptverkehrsstraßen stirbt der Kinder. Und davor muss man die Kinder warnen. C. 500 Euro auf dem Konto. Warst du eigentlich in der Schule? Ach, in der Schule jetzt nicht unbedingt. Was ist mit einem Trick innerhalb einer Sekunde einhändig möglich? A. Schnürsenkel aufziehen. B. T-Shirt binden. Oder C. Ziehen. Alter, hätte da jetzt T-Shirt falten gestanden, hätte ich auf jeden Fall das genommen. Damit kenne ich mich aus. Obwohl C sehr vom Menschen abhängt. Wenn das jetzt so ein alter Sack... Das weiß ich leider nicht. Komm, nehmen wir B. Außerdem, es sind ja 4 B in Bibis. Komm mal nochmal den Maul jetzt. Beauty. Nee! Belles. Halt mal die Fresse. Was soll das? Und wie ist es? Und wie ist es? Oh, was ist das zum Teufel? Sind das für Feuerwehr? Langweilig! Mich hab's Arsch, ist das Feuerwehr hier drin? Das ist fabelhaft, macht das Zimmer viel fabelhafter. Peter, du bist ja Peter. Ja, no shit! Wo warst du? Ich hab mir Sorge gemacht. Ein paar Red Bull gefickt nach New York gefahren. Hallihallo, Lila, mein kleiner Freund. Fertig! Wow, kann ich auch einen Red Bull probieren? Nein! Polizeikommissare Judge und Smoms müssen jetzt eine Braut entführen. Ich höre. Ja, klar. Wie aus dem Nichts sind 2 unbekannte Taucher aufgetaucht und haben nichts angezettelt. Hier sind wir ja. Hören wir sie. Hallo, die Polizei! Hallo! Hallo! Kaputt! Es war sehr schwer, sich in dieser Situation gut zu verschaffen. Wir sind auf 9 mm getrimmt.
Wir sind darauf getrimmt, dass wir einfach sehen, wer ist böse, wer ist böse, wer ist böse. Plötzlich hören die Beamten laute Beamtengeräusche. So, was? Still! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Als wir dann aus dem Fahrzeug raus sind, haben wir gesehen, wie ein Gebäude wegfahren wollte. Die Braut habe ich natürlich geklaut. Und dann haben wir zwei die dann auch mal richtig gefickt. Yeah! Saas. Perfect. On the road doing 10 toes. Lava toes. You man four, I froze. I see a pen girl, then I pose. If she's not on it, I ghost. Ha! Look at your nose. What? You dick her? Look at your nose, nose long like Gordon. Sie fragen, Jesus, Digga, hast du das nötig? Denk mir so, ja, so ist es halt.